Willkommen Leute zu dem Video. Ja, ich möchte euch die ersten Informationen geben zu unserem Livestream zu E3. Denn genauso wie letztes Jahr werden wir dieses Jahr nur noch verstärkter und noch besser alle möglichen Ereignisse von der E3 offiziell livestreamen. Im Prinzip so Live-Reactions wie bei Nintendo Directs. Nur dass wir hier Gäste haben. Und das probieren, richtig als so eine Art kleine Show zu machen und einzustempeln. Wann diese Termine sind, wann die 3 überhaupt ist, das ist der Inhalt von dem Video. Und damit würde ich sagen, let's get started. Also, vielleicht erstmal so zu den Basics. Die E3 ist dieses Jahr vom 13. bis 15. Juli. Wir werden alle möglichen Ereignisse live streamen. Nähere Informationen dazu findet ihr jederzeit auf unserer Homepage. Link dazu in der Videobeschreibung. Der allererste Link, ganz easy, kann man finden. Da ist nochmal aufgelistet, was unser Programm ist. Da wird erklärt, was die E3 überhaupt ist. Da ist jetzt ein Überblick über alle E3 Pressekonferenzen. Und von denen, die Livestreamen werden, sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Ein Plan mit allen Pressekonferenzen ist auch da. Und über EA Play wird da auch berichtet. Zudem kommen wir gleich. Ja, ihr seht schon, es ist dieses Jahr bei der E3 wieder viel los. Den Status geben tut EA mit einer Pressekonferenz am 10. Juni um 21 Uhr. Dies werden wir Livestreamen. Microsoft kommt auch, genauso Bethesda, PC Gaming Show, Ubisoft, Sony, Nintendo und Devolver Digital. Wir werden das Wichtigste übertragen, genauere Informationen dazu gibt es in den nächsten Wochen, also sagen wir Anfang Juni, bis dann wissen wir dann was übertragen und so weiter. Nur jetzt mal als Info, wir werden auf der E3 präsent sein, nicht live vor Ort, aber live hier aus München. Allen möglichen Themen von der E3 senden. Dementsprechend wird das ein großes Event. Genauso wie die Gamescom dieses Jahr, wo wir aber auch dieses Jahr leider noch nicht vor Ort sein können. Dies erst nächstes Jahr, also bei der Gamescom können wir erst nächstes Jahr vor Ort sein. Das ist aber ein anderes Thema. Wie ihr jetzt einfach wisst, die E3 von 13. bis 15. Juni tun wir komplett live, fast komplett live übertragen. Genaue Informationen dazu gibt es, wie gesagt, ab Anfang Juni nochmal ein gesondertes Infovideo und auf unserer Homepage. Des Weiteren übertragen wir auch EA Play und jetzt ist die Frage, was ist EA Play? Bei EA Play dreht sich absolut alles um die Spiele von EA, hätte wer es gedacht, ne? Die Idee dahinter ist einfach. Sie wollen mehr von euch mehr Zugang zu unseren Spielen verschaffen. Daher geben sie uns nicht so die Gelegenheit, die Spiele vor Ort selbst auszuprobieren, für alle, die hingehen sollten. Tickets sind kostenlos, ist halt leider ein A. Sondern freuen uns auch darauf, 3 Tage lang im Rahmen zahlreicher Events und Aktivitäten das Spielen mit euch zu feiern, so EA. Wir werden es auch übertragen, starten wir das Ganze am Samstag, 10. Juni um 21 Uhr. Zu unserer Zeit beginnt das EA Play Wochenende mit einem brandneuen Übertragungserlebnis, das speziell für all die Spieler entwickelt wurden, die das Event auf der ganzen Welt verfolgen wollen. Zudem begrüßen wir ein Live-Publikum vor Ort in Hollywood. Seid unbedingt dabei, wenn wir unsere größten Spiele feiern und unsere größten Spiele für das kommende Jahr präsentieren, so EA. Wir können gespannt sein. Wir werden auch das live übertragen und auch die Informationen dazu. Vor allem in den nächsten Tagen. Nur um es einfach nochmal kurz und fit zu halten, ein offizielles erstes Statement ist das jetzt. Ihr seht hier, was alles auch ein offizielles Intro von der E3, was wir vorne und hinten reinklatschen. Aber nur eben als Info, wir übertragen offiziell die E3 dieses Jahr, alle möglichen Ereignisse hier von unserem Channel. Ihr könnt euch das Ganze, wie gesagt, gerne anschauen. Weitere Informationen dazu entweder auf unserer Homepage, Link in der Videobeschreibung oder eben in dem zweiten Informationsvideo, was Anfang Juni hochgeladen wird. Ich freue mich auf euch, hoffe ihr seid auf jeden Fall dabei bei den Streams zu der E3. Wäre doch ganz cool.
Damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder zu sonstigen Livestreams wieder. Mit den Worten, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao!